Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Logopädinnen und Logopäden, ich freue mich, Sie heute zu unserem ersten Livestream, zu unserem neuen Produkt AVVox begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dietmar Bothe, ich bin im Hause Thema der Produkt- und Projektverantwortlich für das Projekt AVVox, das jetzt mittlerweile einen recht guten Stand erreicht hat. Und ich würde Ihnen zunächst einmal erklären, wovon wir überhaupt reden. Auf der ersten Folie sehen wir das, AVVox. Und unten steht Eigentraining mit PC, Tablet und Feedback durch Spracherkennung für Schlaganfallpatienten. Wenn wir uns das den Begriff AVVox ansehen, dann können wir uns sehr schnell zusammenreimen, wofür das gut ist. AVVox selber ist ein synthetisches Wort, ein Kunstwort, bestehend aus zwei Teilworten, nämlich dem AFA, das gedacht als Kurzform von Aphasie, und Vox, also der Stimme oder Sprache. Soll also bedeuten, dieses Produkt soll helfen, einem Aphasie-Patienten die Sprache wiederzugeben. Das ist eigentlich das, was wir mit dem System umsetzen wollen, hier in Kurzform aufgeschrieben. Wir gehen nachher durch die einzelnen Punkte durch und sehen ein paar Beispiele. Verlust der Sprache ist für einen Menschen eine Katastrophe, wenn wir jetzt in die Corona-Zeiten gucken. Wir sind ja alle in, wenn man so will, Quarantäne. Und wir können uns freuen, dass es Telefone, Handys und auch Videokonferenzen gibt, um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Wenn man sich einen Menschen vorstellt, der sozusagen innerhalb seines Kopfes gefangen ist und nach außen hin keine Sprachausgaben tätigen kann, dann ist das schon eine ganz arge Einschränkung der Lebensqualität und eine Beschränkung im Alltag. Das wollen wir mit dem Produkt AVVox wieder verbessern. Wobei das Produkt AVVox eigentlich nichts anderes ist oder nichts anderes tut, als die allgemein in der Therapie beim Logopäden und bei der Logopädin bekannten Mechanismen mit dem Training von Bildern und Worten in die EDV zu übersetzen. Und damit wir klar sind, die Spracherkennung dient ausschließlich dazu, die Kontrolle über die Eingaben, die der Patient tut oder dann von sich gibt, durchzuführen. Wie kommen wir als Firma Thema zu solch einem Produkt oder Projekt? Zunächst einmal ist dieses Projekt 2017 gestartet worden und ist als gefördertes Verbundprojekt, als gefördertes Verbundprojekt im Rahmen der Gesundheitsforschung in Deutschland entstanden. Und das war damals unter anderem ein wichtiger Punkt, dass dieses Projekt nicht nur ein Medizinprodukt wurde, sondern tatsächlich auch als Medizinprodukt zugelassen werden musste. Das haben wir getan. Wir haben also mit AVVox ein Medizinprodukt der Klasse 1. Das ist zwar die niedrigste Klasse, aber für Software ist das schon eine ganz gute Leistung. Das heißt also, das Bundesinnenministerium hat das Ganze gefördert. Thema hat die Technik bereitgestellt und die Programmierung bereitgestellt. Die reine fachliche Betreuung kam von den Schmiederkliniken, von dem dortigen Leiter der entsprechenden neurologischen Abteilung. Und man muss sagen, die fachliche Leitung dort war wirklich ausgezeichnet und bildet die Basis von diesem Produkt. So, jetzt kommen wir zu Details. Wir haben hier einfach mal eine Auflistung, wie viele Patienten etwa von einem Schlaganfall und deren davon einer Aphasie betroffen sind pro Jahr. Ich denke, Sie als Therapeuten kennen das natürlich noch viel besser, sind auch ständig damit betroffen und haben die entsprechenden Patienten zu Hause oder in ihrer Praxis. Die Zahlen mögen eventuell rauf oder runter gehen, aber die Größenordnung dürfte stimmen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Also, ein Aphasie-Patient, nee, du musst die andere. Ja, okay. Ein Aphasie-Patient hat das Problem, er weiß genau in diesem Beispiel, dass das ein Apfel ist und dass er Apfel sagen möchte. Aber es klappt einfach nicht und er bekommt die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem, ich sag mal ganz einfach, der Sprechmaschine nicht zustande. Dazu gibt es, um das zu trainieren, gibt es verschiedene Verfahren. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass dieses Training möglichst früh beginnt. Möglichst früh heißt schon bereits in der Klinik, in der der Patient eingeliefert wird mit seinem Schlaganfall. Sobald er dann soweit ist, dass er wieder kommunikationsfähig sein könnte, sollte man bereits mit dem Training anfangen. Natürlich ist das sehr schwierig.
denn eine Klinik hat vieles zu tun und die Zeit fehlt, sodass hinterher die Nachsorge durch die Reha oder durch die Logopäden und andere Therapeuten notwendig ist. Natürlich gehört zur Übung auch eines, das kennen wir alle selber, wir üben alle ungern, mit anderen Worten, wir brauchen eine Motivation. In der Schule war es dann letztendlich irgendein Zeugnis, hinterher waren es andere Dinge. Motivation ist hier ganz klar, ich will wieder mit anderen Leuten reden. Übungen kann man sicherlich machen, bei Ihnen als Logopäden und Therapeuten in der Praxis, klar. Wann sehen Sie Ihren Patienten wieder? Wir haben das hier einmal grob dargestellt. Links ist ein Terminkalender. Sie sehen, da sind viele Lücken drin für diesen Patienten. Wenn wir das mit unserem System machen, dann kann er jeden Tag mehrfach üben, wird dabei kontrolliert durch den Spracherkenner. Und das wird natürlich auch weitergegeben, zurückgegeben in Form eines Protokolls an den behandelnden Therapeuten. Jetzt muss ich eines dazu sagen, wie kommen wir zur Spracherkennung? Ich selber habe seit 2000 mit Spracherkennung zu tun im industriellen Umfeld. Wir haben damals Lagersysteme mit Spracherkennung ausgerüstet. Die konnten längst nicht so viel wie heute diese Systeme können, aber sie mussten sehr schnell und sehr eindeutig sein. Mittlerweile denken Sie einfach an die 2015, 2016 auf den Markt gekommenen Systeme wie Alexa zum Beispiel. Was da für eine Power hinter sitzt, das ist zunächst vor vielen Jahren ist das überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber genau diese Form des im Internet verfügbaren Erkenners von unterschiedlichen Herstellern, sei es nun Google oder sei es Amazon oder wer auch immer, die sind alle ähnlich gebaut, sind alle ähnlich leistungsfähig. So etwas kann vorgegebene Übungen, die von dem Patienten zu Hause geübt werden sollen, per PC, per Laptop oder ich zeige jetzt mal hier in die Kamera, auch mit, ich hoffe, das ist zu sehen so, spiegelt nicht so sehr, mit Tablets umgesetzt werden. So, die Spracherkennung sagt also dann jeweils das, was zu sagen ist, eben Apfel. Und wenn der Apfel eingesprochen wird, erkennt das System auch, ob es richtig war oder nicht. Und wenn es richtig war, sagt das System auch, das ist richtig. Hier links auf dem Bild, sehen Sie, links im Bild sehen Sie hier die Antwort bei einem falschen Wort. Da steht dann zum Beispiel, oder wird gesagt, auch gesprochen, ich habe das richtige Wort nicht gehört. Bitte versuchen Sie es noch einmal. So, wir haben in diesem System, was wir dann als AvaVox anbieten, haben wir eine Menge an Übungen bereits vorbereitet. Das sind nichts anderes als Übungen, die Sie auch kennen und die Sie selber einsetzen. Es gibt dann bestimmte Bereiche im Haushalt zum Beispiel oder in der Umgebung dieses Menschen. Das sind typischerweise 20, 30 Begriffe, die wir dort zu einer Übung zusammengefasst haben. Man kann dann hier bei diesen Übungen auch noch Hilfen geben, also zum Beispiel einen Anlaut geben, damit der Patient eine Hilfe bekommt, wenn er nicht sofort das richtige Wort sagen kann. Oder man kann auch eine Umschreibung machen, sodass er dann vielleicht auf die Sprünge kommt und das richtige Wort sagen kann. Das ist das eine. Und damit Sie als Fachmann und Fachfrau hinterher das auch beurteilen können, was Ihr Patient zu Hause geübt hat, Statistiken. Hier zum Beispiel, das ist die Statistik, die jetzt in Kürze eingeführt wird. Das ist eine Statistik, die zeigt Ihnen in grün. Das ist sofort erkannt worden. Mit anderen Worten, das hat der Patient sofort richtig gesprochen. Das Gelbe zeigt mit Hilfestellung. Wir haben auch noch eins in Vorbereitung, eine Statistik, die zeigt mit welchen Hilfestellungen wie oft. Und dann einfach daneben, der rote Balken sagt, nicht erkannt. So, das Ziel ist natürlich, den grünen so hoch zu bekommen, wie es eben geht, den gelben eben klein zu werden zu lassen und den roten möglichst gar nicht auftauchen zu lassen. Sie können dann aber quasi nach jeder Übungswoche, die der Patient zu Hause geübt hat, sich das im Detail angucken, natürlich schon vorher, da das Ganze im Internet verfügbar ist. Internet hört sich hier schlimm an, aber das ist natürlich alles abgesichert und anonymisiert, sodass Sie ohne weiteres auf die Daten zugreifen dürfen und sonst keine. Sollte ich es vergessen haben, wir haben keine typische App, also so wie man das kennt, aus einem Store zu laden, sondern wir haben eine Web-App, das heißt, wir haben einfach nur im Browser diese App aufzurufen, melden sich an und anschließend können sich immer wieder mit diesem Namen und Passwort anmelden und üben. So, was ganz wichtig ist, wir haben ja gesagt, es muss häufig geübt werden und so früh wie möglich.
Das ist also ganz sicher das Thema. Und damit, ich meine, klar, es können natürlich auch Angehörige mit dem Patienten üben, aber auch da ist die Zeit beschränkt. Auch die, sagen wir mal, die Motivation der Partner ist auch immer wieder mal etwas nachlassend. Bei diesem System ist es völlig egal. Sie können 100 Mal, 200 Mal, wie auch immer, wie oft dasselbe Wort üben. Das System wird nicht müde, dieses Wort zu erkennen und zu sagen, das war richtig oder das war falsch. Und so gesehen kann der Mensch, wenn er denn diese Motivation mitbringt, der Reihe nach immer wieder trainieren und gucken, dass er insgesamt besser wird. So, und da kann natürlich, wenn das System mit einem Internetstick draußen arbeiten kann, das hängt natürlich vom Endgerät ab, selbstverständlich auch im Park sitzen. So, jetzt vielleicht ein paar Produktdetails. Unter erstens haben wir hier stehen die Online-Anwendung. Wenn Sie, ich zeige nachher noch ein Bild, wie Sie auf die Anwendung kommen. Therapeuten- und Patienten-Web-App. Die ist dazu gedacht, dass Sie sich einmal als Therapeut anmelden können und für den Patienten dann die Übung zusammenstellen. Und der Patient selber macht nichts anderes als die von Ihnen, ihm zugewiesene Übung. Wohlgemerkt, er macht nicht irgendwas, sondern macht genau das, was Sie ihm zuweisen. Diese ihm zugewiesene Übung durchzuführen. Die Patientendaten bleiben bei Ihnen auf dem Rechner, beim Therapeuten auf dem Rechner wohlgemerkt. Sollten Sie mit Ihrem Passwort und Ihrem Login den Rechner wechseln, dann können Sie zwar auf die Übung zugreifen, aber sämtliche datenschutzrelevanten Daten sind nicht verfügbar, weil die auf Ihrem Originalrechner stehen. So, alle Übungen und alle Protokolle sind anonymisiert, schweres Wort, und somit keinem Patienten oder einem anderen Menschen unbefugt zuzuordnen. Der Lieferant des Online-Spracherkenners speichert nach der Erkennung und Übermittlung der Erkennung keine weiteren Daten. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, wir haben die komplett abgeschaltet. Es sind immer die Dinge, die dann dazu helfen, dass die Sprachentwicklungsleute daraus weitere Entwicklung machen wollen und wenn das dann speichern wollen, das haben wir komplett unterbunden. Also nach heutigen oder menschlichen Ermessen haben wir da den größten Sicherheitsaspekten Genüge getragen. So, wenn wir mal einfach in die Startseite des Therapeuten reinschauen, die sieht dann so aus. Wir haben hier den Patienten Bote Dietmar. Ich hoffe, das dauert noch lange, bis ich soweit bin. Wir sehen hier dann eine Kürzel, das ist dann der eigentliche Name des Patienten. Sie als Therapeut erhalten eine E-Mail vom Patienten, der sich angemeldet hat. Das passiert alles automatisch und tragen dann die Lizenz des Patienten ein. Das hier ist das Symbol für Lizenz. Tragen die Lizenz dann ein und von da an haben Sie Zugriff auf diesen Patienten und die Daten. Wenn Sie hier nach rechts dann gehen, erzeugen Sie oder suchen aus Übungen, so wie die hier sind. Sie sehen, hier kann man runterschieben. Diese Übungen sind von Ihnen konfigurierbar, voll frei konfigurierbar. Wir haben momentan knapp 600 Begriffe in unserer Datenbank, die natürlich im Laufe der Zeit wachsen werden. Wir haben auch noch eine andere Option. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft auch Sie als Fachmann und Fachfrau an die Erstellung von Übungen, von neuen Übungen und neuen Begriffen beteiligen möchten. Sodass also diese Dinge auch komplett eingegeben werden können. So, und dann gehen Sie auf dieses Konfigurieren. Und mit dem Konfigurieren, ich muss erst dieses hier kurz erklären, das sind die Begriffe. Wir haben hier einfach mal Begriffe aufgeführt, der Reihe nach. Sie sehen schon, es sind Simplicia und Composita. Wir haben dann 1, 2, 3 und mehr Silber. So, also das ganz Übliche, was man als Logopäde so braucht, um solche Übungen zusammenzustellen. Wir haben zwei Hauptfunktionen, nämlich die Funktion Vanishing Cues. Die ist nicht nur hier im logopädischen Bereich bekannt, sondern generell, wenn es um Lernen von bestimmten Strukturen geht. Vanishing Cues heißt nichts anderes als abnehmende Hilfestellung. Abnehmende Hilfestellung bedeutet, wir fangen mit einem größeren Auswahlbereich an. Hier ganz klar mit 4 Bildern auf dem Bildschirm und der Patient soll zunächst mal das richtige Bild auswählen, dann werden die Bilder weniger, dann werden die Hilfestellungen, die akustisch kommen oder die schriftlich kommen, weniger bis zum ganz zum Schluss, was es dann heißt, bitte benennen Sie das Bild und es wird nicht mehr angesagt, Apfel oder dass dort etwas steht,
was den Apfel schriftlich benennt, sondern er muss dann einfach sagen Apfel. Das direkte Benennen oder konfrontative Benennen ist genau das Gleiche, nur verkehrt herum. Das heißt also, man fängt an mit diesem Sofortbenennen. Und wenn das Sofortbenennen nicht möglich ist, dann kommen ganz langsam nach und nach die Hilfen, die man angegeben hat, dazu. Wir haben bis zu 7 Hilfestellungen, die Sie entsprechend konfigurieren können. Hier sehen Sie diese Hilfestellung. Beim Vanishing Cues geht das abwärts. Also hier oben ist die aufwendigste Hilfestellung herunter und jetzt zum Schluss noch das Benennen. Während beim klassischen Benennen das Ganze von unten nach oben gedacht ist. Sie können ja also anklicken, abklicken, wie Sie das brauchen. Sie können ja auch die Zusammenhänge, je nachdem, wie Sie die Worte haben wollen, zusammenstellen. Und Sie können das Weiterschalten nach dem erkannten Wort, können Sie automatisch machen. Oder falls der Patient etwas mehr Zeit braucht, weil er von der Haptik her nicht mehr so schnell ist, kann er das auch einfach selber mit dem Klick oder mit dem Fingerzeig durchführen. Das heißt also hier automatisch oder Patientenauswahl ist auch dabei. So, zu den Übungen selber. Sie können eben, wie gesagt, aus den, je nachdem, was Sie vorgeben, wenn Sie nur Simplicia nehmen, dann sind Sie nicht bei ca. 600, sondern wahrscheinlich eher bei 300 oder weniger noch begriffen. Sie können dann sagen, die Anzahl der Übungen, die in dieser Teilübung sind maximal 30. Und die Übung selber soll, die gesamte Übung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. Können hier noch ein paar Sachen einstellen und hier unten auch noch die Bereiche, aus denen die Bilder sein sollen, ebenfalls aussuchen. So, im Prinzip ist es nichts anderes, als würden Sie in Ihr Übungsmaterial in Papierform ein paar Sachen zusammensuchen, die eventuell fotokopieren und dann bereitstellen und sagen, hör mal, das nimmst du mit nach Hause und das übst du. Ist ein bisschen lax formuliert, aber im Prinzip ist es so. So, Vanishing Cues, das ist jetzt ein Bild direkt von einem Endgerät abgenommen. Hier sehen wir den Einstieg mit 4 Teilbildern und diese 4 Teilbilder sollen die Muschel beschreiben. Wir sehen natürlich, dass der Ball völlig rausfällt. Ein bisschen schwierig jetzt hier. Hier unten ist die Muschel. So. Gut, okay. Ich bleibe mir hier bei dem Bild. Ich glaube, das ist besser. Und dieses Wort hier, die Muschel, wird angesagt. Das hier schaltet anschließend auf, in diesem noch nicht, da sind wir nur beim Bild. Und hier kann man dann weiterschalten in die nächste Hilfe. Bei der nächsten Hilfe wäre das hier dann auch gleichzeitig Mikrofon. Es würde grün schalten und die Anfrage haben, wie heißt dieses Bild, nämlich dieses hier, und man könnte es einsprechen. Hier sieht man es etwas besser. Hier ist es dann die letzte Stufe, das reine Benennen. Denn hier haben wir die Muschel stehen. Und hier unten ist schon gesprochen worden, sonst wäre dieses Teil nicht grün. Und hier wird erwartet, dass man Muschel einspricht. Was Sie hier oben sehen, ist der Fortschritt der Übung. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben 20 Items in dieser Übung, dann müssten wir ungefähr bei Nummer 6 oder so etwas sein. Das wandert dann langsam hier herüber bis hier hinten hin und dann hört es auf. Und der Patient bekommt dann zum Schluss eine Information, bravo, Sie haben 20 Übungen erfolgreich durchgeführt. So, das waren schon die wichtigsten Dinge dazu. Hier sind noch ein paar Statistiken, die wir jetzt in Kürze auch liefern werden. Die sind gerade noch in der Entstehung. Die sollten eigentlich schon fertig sein, aber es ist wie immer. Das ist die, die ich schon eben erklärt habe. Grün ist erfolgreich, gelb ist mit Hilfe, rot ist nicht. So, und dann hat der Mensch hier am 3., am 4., am 5. und am 7. geübt, wobei die Nummer 1, der Balken in Rot mit dem einen hier sagt, er hat fast keine Fehler gemacht, der Patient. Und das ist natürlich eine tolle Sache, da können Sie drauf aufbauen. Hier ist diese andere Statistik, über die ich eben gesprochen hatte. Hier kann man sehen, bei welchen Hilfen oder welche Hilfen er beim Einsprechen genutzt hat. Semantische Hilfen, eine Satzergänzung, Wortergänzung, Nachsprechen oder Ähnliches. So, und damit haben Sie natürlich die Chance, die komplette Übung, die in der Zeit, in der Sie den Patienten nicht gesehen haben, im Detail zu verfolgen und beim nächsten Mal genauer einzustellen. Gut, ich hatte eben schon ein Gerät gezeigt. Wir sind im Wesentlichen momentan auf dem PC zu Hause. PC kann auch so aussehen. Wo willst du mich hinhaben? Auf 2? Okay. Kann auch so aussehen. Das ist ein Surface. Das ist sicherlich hier ein etwas teures Gerät, ein großes Gerät. Die gibt es auch kleiner.
Das ist, wenn Sie so wollen, ist das ein normaler Laptop in Sonderform. Was ich hier habe zum Beispiel, ist einfach nur ein Laptop. Auch sowas geht, muss also kein High-End-Gerät sein. So etwas ist eine schöne und relativ preiswerte Sache im Bereich der Übung. Wir haben zurzeit auch, wie gesagt, schon Android-Geräte. Das hier ist ein Samsung, das funktioniert auch ganz gut. Mit Apple diskutieren wir noch ein bisschen. Die sind mit ihren Datenschutzanforderungen bei Webanwendungen etwas anders als die anderen gelagert und das kostet uns noch ein bisschen Schweiß. So, ich glaube, das war im Wesentlichen, was ich Ihnen sagen wollte. Ich kann Ihnen nur empfehlen, testen Sie es. Wir haben es in den Kliniken Schmiedern tatsächlich intensiv genutzt. Wir haben sogar kleine Studien gemacht mit 20 Leuten und ca. 6000 Äußerungen. Diese Studie ist so gemacht worden, dass hinterher 5 Hörer diese Äußerung auch abgehört haben. Und zwar genauso wie der Erkenner. Der Erkenner hat ja quasi keine Chance. Er hört, was er hört, hat eigentlich keine zweite Chance, muss also sofort erkennen. Genauso haben also die menschlichen Hörer gehört. Die Ergebnisse waren beide, sowohl die menschlichen Hörer als auch der Erkenner, lagen bei knapp unter 90% Erkennungsrate. Das Schöne dabei ist, dass beide bis auf die Nachkommastellen identisch verstanden haben. Also die menschlichen Hörer wie auch der Erkenner. Heißt mit anderen Worten, das Ganze ist tatsächlich ernsthaft einsetzbar. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz zu einer Empfehlung. Ich gehe nochmal mit der Maus hier auf die Bilder. Sie können sich ganz normal anmelden auf der Webseite AlphaVox. AlphaVox. Ja, hier, AlphaVox und als Therapeut. Und Sie können sich genauso gut hier auch als Patient anmelden. Sie brauchen einfach nur einen Fake-Namen. Ne? Mein Name ist Bote, vielleicht bin ich Patientbote oder so etwas. Dann bekommen Sie von dem Patient Bote, wenn Sie ja Patient Bote sind, bekommen Sie eine E-Mail und die Lizenznummer und können sich eintragen, tragen das hier rein und testen einfach mal Übungen durch und geben die Antworten auf die Übungsfragen ein. Dann sehen Sie, wie das Ganze funktioniert, welche Genauigkeit da drin steckt und ob das was für Sie ist. Das kostet Sie 14 Tage lang nichts und danach fast nichts. Denn danach die monatliche Rate liegt bei 20 Euro. Jetzt muss man dazu sehen, ich hatte ganz am Anfang gezeigt, dass wir in einem Projekt gearbeitet haben, das Medizinprodukte hervorbringen sollte. Da hatte ich so gesagt, wir sind Medizinprodukt Klasse 1. Das heißt, Krankenkassen sind grundsätzlich willens, die Patientenkosten zu übernehmen. Da wir noch nicht ganz fertig waren, sind wir trotzdem schon in Verhandlungen mit Krankenkassen und die ersten Verhandlungen, die wir geführt haben, sind sehr positiv, sodass aller Voraussicht nach dieses Produkt für den Patienten auf Krankenkassenkosten abgerechnet werden kann. So, meine Damen und Herren, liebe Logopädinnen und Logopäden, damit bin ich erstmal durch, stehe aber für Fragen zur Verfügung. Ich wäre begeistert, wenn viele Fragen kommen und ich wäre noch mehr begeistert, wenn Sie das System im Sinne meiner Empfehlung einfach einsetzen würden, testen würden und dann feststellen, ob es was für Sie ist oder nicht. Ich darf mich bedanken.